Heute machen wir mal was ganz anderes. Jojo, was machen wir heute? Schön. Wir probieren heute mal ein professionelles Fotoshooting zu machen. Ja, das haben wir noch nie gemacht. Das ist mal ganz was Neues. Wie wir so Autos schnell machen, das haben wir schon gezeigt. Wie wir so Fahrrad trainieren, das haben wir auch schon, ich glaube, ein paar Mal gezeigt. Das können wir auch ganz gut. Aber Fotos machen, keine Ahnung. Also es wird bestimmt ganz lustig. Der Marcel kriegt jetzt gleich ein professionelles Model an die Seite gestellt. Was machen wir mit der dann? Schauen wir mal. Hast du einen Plan, oder? Nee. Du? Kein Plan? Nee, ja nicht. Nee. Mehr? Hast du einen Plan? Einfach gut aussehen. Jojo, hast du einen Plan? Nee, halt mir da, Michael. Timo hat eh keinen Plan. Schön aussehen, also, zumindest. Timo hat nie einen Plan. Also es wird echt, das wird glaube ich echt richtig lustig, weil wir machen halt wieder was, wo wir gar keinen Plan haben. Enrico, hast du einen Plan? Nee, wie immer nicht. Ja, also, sind wir gespannt, was jetzt so total Planloses passiert. Was machen Rennfahrer nach der Party? Staubsaugen! Der Enrico schaut zu. Ja, ich kontrolliere das Ganze. Was hast du denn im Gesicht eigentlich? Weiß nicht, Tyson nennt man sowas. Oder Ribéry. So sieht es aus nach der Party. Keiner weiß warum. Ist halt passiert. Dann arrangieren wir mal die Autos ein bisschen hier. Ja, dass wir einen Hintergrund kriegen. Gehen wir mal gucken, was die Hauptakteurin so macht. Sie hat sich nicht ausgezogen, nein. Gott sei Dank. Nein, wir gucken jetzt noch die Kleider durch. Genau. Also, genau. Conny und Heike planen jetzt hier irgendwas, keine Ahnung. Also, wir machen jetzt wirklich was, wo wir keinen Plan haben. Aber Heike, du hast einen Plan, oder? Ja, wir haben einen Plan, doch. Haben wir. Weil man muss sich alles selber können. Es ist immer wichtig, dass jemand da ist, der es kann. Und deswegen haben wir die Heike jetzt heute hier, um ein professionelles Shooting zu machen, so gut wie es halt geht. Ja, wir versuchen natürlich da auch unser Bestes zu geben. So, jetzt geht's los hier. Ja, alle stehen wie die Ministranten hier vor den Autos. Voll geil. Conny macht da drüben Fotos. Muss das ein bisschen mitfilmen. Ja, so schön schaut das aus. Ja, wie kann man Rennfahrer schön machen? Man gibt denen ein schnelles Auto oder ein hübsches Mädchen in die Mitte. Kannst du dich gleich mal auf dem Auto frisierst und zwei Jungs machen das links und rechts nach, so. Genauso wie du. Also, genau. Ganz genau. Dominik, du kannst es auch, deinen Haxen verdrehen. Genau. Also ich find, das sieht gut aus. Du warst die Heike, kann ja nicht schon lange. Ja, Baby, streck ihn raus, streck ihn raus. Keine Ahnung, irgendwas wird schon rauskommen dabei. Du musst ja dann aufpacken. So sieht ein Fotoshooting aus bei uns. Die Conny macht nicht nur Catering, die macht auch schon öfters gesagt haben, auf den Videos kann man ja teilweise nicht riechen, aber man kann die Kälte auch nicht spüren, es ist arschkalt. Also die Heike hat da gar nicht so einen einfachen Job. Sagen, die Heike kann aber im nächsten Rennen mitkommen. Die macht sich aber echt gut am Drehmomentschlüssel.
kannst auch. Jojo, was machst du da? Ich erkläre. Assistiere. Kannst du nur mal mit der linken Hand anfangen? Achso, ja klar. Unter Beweis, der Jojo ist einfach das Multitool, jetzt auch noch Fotograf. Jeder darf mal alles machen. Der erste Versuch hat nicht funktioniert, mit dem LKW da reinzufahren. War ja eigentlich der Plan hier mit der Hebebühne, die Autos anzuheben. Hat nicht geklappt, jetzt machen wir was anderes. Jetzt stellen wir das Auto auf den Abschleppwagen. Fahren dann vom Abschleppwagen in den Auflieger. Drin. Jetzt schauen wir mal, ob der Enrico wieder rauskommt aus dem Auto. Ja, die Woche geht wieder zu Ende. Eine neue Woche beginnt. Wir haben unser Equipment verladen, die Autos verladen, ein lustiges Fotoshooting erlebt. War wieder eine spektakuläre Woche bei uns. Wir haben wieder einen Haufen neue Sachen gemacht. Die Autos haben wir noch nie eingeladen da oben. Fotoshooting war auch ganz neu, hat Spaß gemacht. Ja, und jetzt geht's dann heute Abend wieder Richtung Allgäu, wieder in die Berge nach Hause. Schauen wir mal, ob der Schnee noch da ist oder schon wieder geschmolzen ist. Ja, und dann werden wir weiter die Planung verfolgen und werden dann schon die nächsten 2-3 Wochen irgendwann aufbrechen Richtung Spanien. Da freuen wir uns schon drauf auf Endless Summer und GT Winter Series. Wir hoffen, dass Corona da keinen Strich durchmacht und wir da zumindest im Januar, Februar die Veranstaltungen fahren können. Natürlich auch am 19. 20. Dezember das Kickoff-Event in Ascari, dass das auch funktioniert. Also wenn ihr Lust habt, uns mal zu besuchen in Spanien, dann macht's einfach Meldung. Ansonsten, wie immer, tapfer bleiben, gesund bleiben, habt euch lieb zu Hause, weil jetzt werden wir ja doch wieder viel Freizeit in den eigenen 4 Räumen verbringen. Also, bleibt tapfer. Ciao.